Dann willkommen zurück. Und wir beginnen mal, nachdem ihr eh schon so gut drauf seid hier, interaktiv. Wer von euch ist denn mit der Bahn hier angereist? Oh, das ist also zwei Drittel bestimmt, oder? Ja. Große Bahnfreunde hier, wie soll es auch anders sein in diesem Vortrag? Ja, wenn ihr häufiger Bahn fahrt, dann wisst ihr vielleicht, nicht immer läuft alles rund. Habe ich gehört. Und dann wollt ihr irgendwelche Informationen haben dazu, was denn gerade los ist, ob der Zug fährt, wann er fährt, welche Dinge kaputt sind. Und dabei hilft euch schon seit vielen Jahren Marodor mit seiner wunderbaren Webseite Bahnexpert. Und dazu gibt es heute, glaube ich, ein kleines Update. Und vielleicht gibt es auch noch weitere Updates zu irgendwelchen offizielleren Dingen, mit denen Marodor vielleicht zu tun hat. Das wird er gleich alles selber erzählen. Ja. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Ja. Danke, danke. Ich hätte so ein paar Fragen, bevor wir mal anfangen zum Reinkommen, damit nicht ich die ganze Zeit rede, weil das sind 90 Minuten, so lange kann ich am Stück nicht reden, also das müssen wir öfter mal machen. Wer hat denn schon mal einen Talk, also ganz generell einen Talk, den ich gehalten habe, gesehen? Oh. Ja, es sind auch schon weniger als mit der Bahn angereist, also hier sitzen auch viele, die eigentlich noch gar nicht genau wissen, worauf sie sich hier eingelassen haben. Also ich kann euch schon mal spoilern, also nur weil ich einen Titel habe, heißt es nicht, dass ich mich dran halte, das habe ich noch nie gemacht. Deswegen hießen auch ganz viele Talks immer gleich, aber es war immer anderer Inhalt. Das mache ich jetzt hier auch wieder. Bestimmt geht es irgendwie um Reiseinformationen, aber ich habe die Beschreibung im Fahrplan, glaube ich, auch irgendwie 6-mal angepasst, weil ich immer geändert habe, worüber ich eigentlich reden will, weil jedes Mal fällt mir auf, da könnte ich noch voll tief reingehen, dann ist mir aufgefallen, ich habe nur 60 Minuten. Außerdem muss ich ja auch gestehen, ich könnte euch jetzt bestimmt noch 90 Minuten lang in aller Detailtiefe erklären, wie das funktioniert. Das wollt ihr aber alle gar nicht. Da bin ich mir relativ sicher, dass ihr das nicht wissen wollt. Und wenn doch, ich habe einen Job für dich. Dann kriegst du sogar Geld dafür, dass du das lernst. Ja, schon ist er ruhig. Dachte ich mir. Ja, also ist ein Großkonzern. Da ist ein Jobangebot schon mal eine Drohung. Aber da passen wir natürlich auch. Ich mache hier ein paar Dinge, aber der Disclaimer, den ich natürlich machen muss, ich rede hier als Privatperson, ich habe hier kein DB auf dem T-Shirt. Und es ist auch kein DB-Design, also würde ich so nicht abgenommen bekommen. Hängt auch damit zusammen, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich rede hier über Dinge, die man theoretisch so im Internet einfach findet. Praktisch natürlich auch, man muss sich nur sehr gut damit beschäftigen. Das machen auch ein paar, also das mache nicht nur ich, ich rede halt nur seit einer Weile drüber. Wir haben in der Chaos-Bubble vor allem noch ganz viele andere Menschen, die sich ziemlich tief mit der Materie auskennen. Jede Person hat da so noch sein, ich möchte das da wissen. Wir haben so Leute wie Traveling oder Travelinks gibt es ja so als Server, hey, wo bin ich eigentlich? Die müssen natürlich auch ganz viel wissen über die Reiseinformationen, um möglichst ohne, dass ich das ganz detailliert Traveling sage oder Travelinks, wissen, wo fahre ich lang, wie viel Verspätung hatte, wann bin ich eingestiegen, bla 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 bla. Da muss man auch schon ziemlich viel wissen. Und das ist auch alles nicht so einfach. Ich rede halt nur immer drüber. So, jetzt für die, die das noch nicht so richtig wissen, wer ich eigentlich bin. Also ganz einfach Marodor. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, also ich habe gesehen, also das wird über mich behauptet, dass ich in der Szene berühmt bin. Das ist jetzt ein Zitat aus der Mittelbayerischen Zeitung in einem Artikel über die Easter Hack, aus dem aus irgendeinem Grund ich vorkomme. Und das vergleichsweise lange für die Länge des Artikels. Also der war gar nicht so schlecht, der Artikel, außer mein Abschnitt. Deswegen fehlt auch das R. Die Rechercheleistung, die sie geschafft haben, ist auf Bahnexpert gehen, ins Impressum, meinen Klarnamen rausfinden und den in Google eingeben. Dann ist eines der ersten Ergebnisse Xing, wo halt steht, wo ich arbeite. Ist jetzt, für den Nick hat es aber nicht gereicht. Ganz grundlegend steht auch auf jedem einzelnen meiner Talks, ich fahre einfach sehr viel Bahn. Da lernt man sehr viel, da versteht man sehr viel irgendwann, weil man einfach sehr viel erlebt im Schnitt. Mal mehr, mal weniger, je nach Tages- und Jahreslage der Bahn. Gibt Jahre, die sind besser, gibt Jahre, die sind schlechter, gibt Strecken, die sind besser und dann gibt es die Riedbahn. Aber man schafft schon Dinge. So, dazu wurde ja schon genannt und von vielen, glaube ich, hier auch benutzt. Das wäre nämlich jetzt so die nächste Frage. Wer kennt Bahnexpert und nutzt es auch regelmäßig? Ich glaube, letztes Mal waren es mehr.
Ist mir persönlich übrigens auch vollkommen egal. Ich mache das, weil ich die Webseite brauche. Und wenn ihr ein Problem habt, wie die aussieht, dann macht die einfach selber. Ich dachte mir nur, könnte sein, dass jemand anders die auch gebrauchen kann. Also stelle ich sie mal ins Internet. Aber prinzipiell brauche ich sie immer noch für mich. Und ehrlicherweise, also eigentlich wäre es mir lieb, wenn ich sie einstellen könnte, weil die Bahn selber was hat. Ich glaube, das dauert noch. Ich mache das nämlich jetzt auch schon mindestens seit August, 31. August 2015. Mindestens erkläre ich jedes Mal, das ist der erste Screenshot von Archive.org, wo man sieht, was da sein soll. Davor war da noch irgendwas anderes, was ich so im Internet hatte. Und ich habe so oft GitHub-Repos hin und her gezogen und Techniken geändert, weil ich habe das halt gerade angefangen mit der Uni angefangen und da hat man halt noch keine Ahnung, was man da eigentlich tut, um so ein Projekt zu starten und ändert das halt auch einfach, weil man Lust hat. Deswegen kann ich es gar nicht so richtig nachvollziehen. Und die monatlichen Nutzer steigen aber doch irgendwie jedes Mal. Also die 240.000 im Monat war MRMCD letztes Jahr. Jetzt die letzten 30 Tage waren es streng genommen, nicht monatlich, waren es 360.000. Irgendwie werden das immer mehr. Das ist manchmal echt scheiße, weil je mehr das werden, irgendwann versteht sogar die Bahn, dass man APIs rate limiten kann. Da muss ich dann manchmal kreativ werden. Danke, Hetzner, dass ihr sehr günstige Cloud-Server habt, die eine eigene IP haben. Ja. Dazu, also vielleicht, das hat auch ein bisschen was mit unserer Chaos-Bubble zu tun, möchte ich noch erwähnen. Ich habe das in der Szene berühmt jetzt da drauf geschrieben, weil es einfach lustig war und ich vorher auch überhaupt keine Ahnung hatte, dass ich in diesem Artikel erwähnt wurde. Irgendwer hat den auf Mastodon gepostet und jemand anders hat mich dann gemenschen, dass ich da drin erwähnt werde. Prinzipiell bin ich sehr gegen Personenkult und ich habe extra erwähnt, es gibt sehr viele andere Leute, die auch Ahnung haben. Heißt natürlich trotzdem, wenn ihr Fragen habt und mich irgendwo seht, könnt ihr mich ruhig fragen. Kann sein, dass ich Nein sage, weil ich gerade keinen Bock habe, darüber zu reden. Passiert ehrlicherweise selten, weil also du kannst das nicht so lange machen, ohne schon irgendwie Spaß dran zu haben. Irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Alternativ, ich habe ja hier immer Hilfsmittel bei Talks und anderen Gelegenheiten. So, jetzt war das so der leichte Einstieg, wer ich eigentlich bin, was ich so ein bisschen tue. Jetzt kommt der trockene Theorieteil, den man aber ein bisschen braucht leider. Der ist so ein bisschen, wer auf der MRMCD beim Talk war, wird sich erinnern. Wer in der ersten Reihe gesessen hat damals, wird sich nicht mehr erinnern. Das hat aber andere Gründe. Es geht um Fahrpläne. Und Fahrpläne sind sehr essentiell, weil ohne einen Fahrplan wisst ihr schon mal nicht, wie etwas fahren soll. Das ist bei der Deutschen Bahn oft auch völlig egal. Ist eh anders. Aber ist ja schon gut, wenn man irgendwie eine Idee hat und eine Planung hat. Ob die dann aufgeht, weiß man nie. Das kennen wir ja auch von Chaos-Veranstaltungen. Ich glaube, auch diese Veranstaltung hatte schon 15 Fahrpläne und Versionen, weil dann doch immer irgendwas geändert werden muss. Aber sowas braucht man halt schon mal. Und entsprechend haben wir auch welche. Und zwar gar nicht so wenige. Wir haben einen Kundenfahrplan. Den kennen hier, glaube ich, alle, weil den habt ihr, wenn ihr schon mal Bahn gefahren habt, quasi benutzt. Da wird euch gesagt, da kommt ein Zug, der hält irgendwo, zu welcher Uhrzeit und wohin der fährt. Das ist schön, das ist einfach. Wie gesagt, bringt nur nicht immer was. Das hilft euch, als Leute, die da als selbstverladenes Stückgut, die da reingehen und sich denken, cool, ich muss jetzt hier einfach kurz warten und dann bin ich woanders. Dann gibt es Netzfahrpläne, weil die Leute, die den ganzen Kram betreiben und auf unseren Schienennetz fahren, die haben einen eigenen Fahrplan, der viel genauer ist. Weil ihr kriegt einen Fahrplan, als Beispiel hier, der sagt euch, ihr steigt um 13 Uhr in Nürnberg ein und seid um 13.45 Uhr in Regensburg. Ob die Zeiten stimmen, habe ich absolut keine Ahnung. Ganz viele Beispiele werden jetzt random Zahlen sein. Es geht einfach nur darum, da sind 45 Minuten, da passiert irgendwas und dann seid ihr in Regensburg. Das ist überhaupt nicht genau genug für jemanden, der das Ding fährt. Weil man kann ja theoretisch auch mal abbiegen. Das ist nicht so einfach bei Zügen, aber funktioniert. Und man will ja auch nicht, also gibt dann Blöcke. Also man will ja nicht, dass zwei Züge auf der gleichen Schiene sind, weil das tut weh, wenn die aufeinander fahren. So, also will man ja schon irgendwie wissen, wo die sind und braucht viel genauere Pläne, die so 2-3-Minuten-Takten sagen, okay, der soll jetzt hier sein, 3 Kilometer weiter und so weiter, bezieht sich dann auf Betriebsstellen sogenannte. Das ist auch wieder so ein Thema, da hätte ich jetzt nochmal deepdiven können, das schaffen wir heute aber nicht. Reicht, es gibt Betriebsstellen, die sind wesentlich genau, es sind einfach Abschnitte auf der Strecke und die haben Zeiten.
So, jetzt spreche ich das aber durch, weil es gibt nicht den Netzfahrplan. Es wäre viel zu einfach, wenn wir einfach einen hätten. Ich meine, ja, ich vereinfache jetzt und sage, wir haben eigentlich eh nur einen Schienenbetreiber, nämlich die jetzt DB InfraGo Fahrweg. Stimmt nicht, gibt noch ein paar kleine, aber irrelevant in Scale. Die wissen eigentlich schon das meiste und die braucht man auch. Ohne die kommt man halt nicht weg. Da gibt es aber die sogenannte gemeinsame Fahrplandatenhaltung. Das ist eine Art. Und dann gibt es den BZD-Fahrplan. Das ist betriebszentrale Dispositionssysteme. Ich gehe noch gleich ein bisschen drauf ein, was. Dann gibt es für den einen Umleitungsfahrplan, also den GFD-Fahrplan, weil auch auf dem Netz können natürlich Umleitungen passieren, die im Zweifel sogar für euch als Kunde völlig irrelevant sind, weil du hast eine Strecke und dann kann man links rum, rechts rum hier oder links rum fahren. Man kommt aber gleich an und dauert gleich lange. Planmäßig sollte halt rechts rum fahren, weil das so geplant ist, weil das halt irgendwie besser passt von Auslastung, bla bla bla. Da das für euch aber gleich lange dauert, ist es eigentlich egal, ob ihr links oder rechts lang fahrt. Im Fahrplan vom Netz ist das natürlich relevant, weil eine andere Strecke geblockt wird. Das heißt, man hat einen Umleitungsfahrplan, der manchmal überhaupt nichts für euch relevant ist, trotzdem ändert sich der Fahrplan. Und das Gleiche gibt es natürlich noch für BZD, weil auch da kann man natürlich umleiten. So, und dann gibt es für hier jetzt nochmal relevant Echtzeitfahrplan, ganz bewusst in Anführungszeichen, weil ist halt kein Fahrplan, es ist auf Fahrplan basierende Änderungen. So, gehen wir auch mal rein in den Kundenfahrplan. Wie gesagt, das ist das, was hier so ziemlich alle kennen werden. Muss ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe hier so Beispiele. Das ist ein Fahrplan, ein ICE, der soll irgendwie fahren. Gibt es auch für Straßenbahnen. Hat oft aus Gründen bei Straßenbahnen keine Gleisnummern, weil einfach relativ klar ist, wo diese Straßenbahn hält. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Manchmal gibt es doch viele Möglichkeiten und man ist total verwirrt, wenn man an irgendeinem Busbahnhof ankommt, wo 8 verschiedene Stellen sind. Dann könnte das natürlich euer lokaler Betreiber machen. Er hat aber oft keinen Bock. Ja, und das gibt es, wie gesagt, für Schienenpersonenfernverkehr, für den ÖPNV oder auch explizit den ÖSPV. Das ist hier zu Recht also der öffentliche Personenstraßenverkehr. Und ja, da gehören Straßenbahnen zu, auch wenn die auf der Schiene fahren, sind die kein Schienenverkehr. So, und wer ist jetzt dafür zuständig? Ich lasse Fernverkehr mal weg, weil der ist vergleichsweise einfach, weil sich irgendwie nur ein EVU im Namen von DB Fernverkehr zum Beispiel entscheiden muss, ich will irgendwie da fahren und dann muss man sich mit dem Netzbetreiber, also der DB InfraGo Fahrweg, irgendwie zusammentun und entscheiden, okay, das machen wir, das passt, wir blocken dir das, bla bla bla, du gibst uns ganz viel Geld dafür, dass du hier fahren darfst und so weiter. Da spielen nicht so viele Leute mit. Anders im ÖPNV. Jetzt hier wieder, ich habe eben ÖSPV gesagt, das war nur Straße, also Bus, Straßenbahn, U-Bahn und Co. Jetzt geht es um den ÖPNV, das ist auch Regio und S-Bahn und Co. Also auch das, was auf echter Schiene fährt, aber halt kein Fernverkehr ist. Generell das, was ihr mit dem Deutschlandticket nehmen dürft. Und ja, das tatsächlich inkludiert der ÖPNV dann die ICs, die ihr mit dem Deutschlandticket nehmen könnt, sind auf Teilen dann ÖPNV, obwohl sie einen Fahrplan haben, der mit DB Fernverkehr und dem Schienenpersonenfernverkehr gemacht wurde. Ja, aber das ist eigentlich nur am Rande, um zu zeigen, es gibt so unglaublich viele Ausnahmen. Und es ist eine generelle Regel, wenn ihr irgendwelche Bahndinge anguckt und euch fragt, gibt es da eine Ausnahme? Es sieht sehr regelmäßig aus. Die Antwort ist ja, es gibt eine Ausnahme, immer. Egal wie trivial ihr glaubt, das Problem zu sein scheint, es wird Ausnahmen geben. So, wer ist denn jetzt zuständig dafür, zu entscheiden, wie der ÖPNV fährt? Also hier in Regensburg als Beispiel, wer ist zuständig dafür zu entscheiden, wie man mit Regios nach Nürnberg kommt, wie man mit dem Bus von hier zum Hauptbahnhof kommt? Das muss man ja irgendwie klären. Das sind Aufgabenträger. Es ist sehr generisch genannt, weil, naja, es ist auch sehr unterschiedlich. In der Regel sind das in Deutschland, wie das bei so vielen Dingen sind im Rahmen der Regionalisierung, die Länder. So, theoretisch. Praktisch haben natürlich ganz viele Länder absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Manche machen es trotzdem, auch wenn sie keine Ahnung haben, aber nun ja. Sie können aber die Aufgaben delegieren, weil sie sind ja nur verantwortlich, sie sind nicht dafür zuständig, es persönlich zu machen. Also kann man auch als Land hingehen und sagen, ey, hier, wir haben hier Verkehrsverbünde, die kennen sich aus, könnt ihr uns helfen, uns beraten und mit uns zusammen, wir haben hier die Anforderungen, könnt ihr damit irgendwie, so. Das geht aber. Aber, weil ich schon die ganze Zeit mit ÖSPV, ÖPNV und um mich werfe, müssen wir kurz ein Bildchen malen. Oder ich habe damals ein Bildchen gemalt. Begriffe und Einordnungen. Es gibt den öffentlichen Verkehr, der in der Regel unterschieden wird in ÖPNV und ÖPFV, also öffentlich-personennah und öffentlich-personenfernverkehr.
Dann gibt es da wieder den SPNV, also den Schienenpersonennahverkehr, also echter Zug als Nahverkehrszug. Die Bahner reden auch gern so von Heavy Metal, weil die abfällig über alles andere reden, weil rein von den Verordnungen ist es viel anspruchsvoller, echte Schiene zu fahren als irgend so eine Straßenbahn, weil das Gesetz bootstrappt, mach halt, was du willst und klingel, wenn da jemand im Weg ist, ist so quasi die Grundlegende. Also ÖSPV sind zum Beispiel Busse, Straßenbahn, U-Bahn und Co., SPNV, S-Bahn, Regios und dann gibt es ganz kaputte Modelle eigentlich, so lass mal beides sein. Da steht jetzt RK-Modell, RK ist die Relais 100 für Karlsruhe, das Karlsruher Modell bezeichnet gleiche Fahrzeuge, die zwischendurch irgendwann ihren Betriebsmodus ändern und von einer echten S-Bahn auf DB-Infrastruktur zu einer ganz normalen Straßenbahn irgendwo in Karlsruhe werden. Die können dann beides. Die ändern wirklich komplett ihren Betriebsmodus, also ab dann reicht Klingeln quasi und Signale, ist mir doch egal. Hat tatsächlich sehr viele Vorteile, also wenn ihr mal in Karlsruhe seid im Entropia, ihr könnt quasi vor dem Entropia einsteigen und im Schwarzwald wieder aussteigen komplett, ohne umsteigen. Das ist schon ganz nett. Funktioniert auch ganz gut, würde ich sagen, in Karlsruhe. Muss man aber ehrlicherweise natürlich auch groß planen, weil man braucht Übergabepunkte und wenn der mal kaputt ist, ist alles am Brennen. Andererseits, wenn die Riedbahn brennt, ist auch alles kaputt bei der Bahn. So, und dann gibt es noch auf der rechten Seite den Personenfernverkehr, also Schienenpersonenfernverkehr, ICEs, TGVs, Thales, Eurostar, whatever. Und sowas wie Fernbus und Flixbusse sind auch alles Fernverkehr, aber natürlich nicht mehr Schiene. So, auch Flüge sind übrigens öffentlicher Verkehr. Die sind mir aber sowas von egal, dass ich die einfach nicht benutze, deswegen rede ich nicht drüber. So, das dazu. Jetzt machen wir ein Beispiel. Ich habe ja eben genannt, die Länder sind zuständig und die Aufgabenträger. Wer ist das ganz konkret? Ich habe versucht, ein sehr einfaches Beispiel rauszufinden, nämlich Hamburg. Das ist immer noch nicht so einfach, dass man einfach sagt, Hamburg ist zuständig, sondern für die Schiene ist der HVV als Verkehrsverbund zuständig und für die Straße ist es die Stadt selber. So. Das geht noch. Hamburg, gerade der HVV, geht ja auch weit über die Stadt Hamburg und das Land Hamburg hinaus. Da sind wir direkt bei dem Problem, dass man immer mit anderen reden muss, weil es voll kacke, wenn euer ganzer Regioverkehr einfach an der Ländergrenze endet. So, der schmeißt euch raus, ja, ist jetzt nicht mehr mein Problem, wie ihr weiterkommt. Das machen wir zum Glück nicht, immer. Aber ja, das ist nur so, wer verantwortlich ist. Ich muss ja auch mal ein bisschen drüber skippen, weil sonst seid ihr zwar volle Experten in der Theorie, aber den ganzen lustigen Teil verpasst ihr. Komplexer Hessen, auch hier ein Beispiel, wie komplex das sein kann. Hier ist § 5 Absatz 1 des ÖPNVG Hessens. Aufgabenträger sind die Landkreise sowie die kreisfreien Städte und die Sonderstatusstädte nach § 4a der hessischen Gemeindeordnung. Sie nehmen die Aufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Das sind übrigens 21 Landkreise, 5 kreisfreie Städte. Also da müssen sich 21 Landkreise und 5 kreisfreie Städte, 26 öffentliche Entitäten einig werden. Die sind zu den Kreisfreien. Glaube ich. Außer meine Folie ist falsch, das kann sein. Am Ende ist die Zahl aber genaue Zahl, aber auch völlig irrelevant. Es ist absurd, dass sich 26 öffentliche Entitäten einig sind. Das sind so die Momente in meinem Leben, wo ich mir immer mal wieder denke, wieso fährt überhaupt ein Zug? Warum? Das ist so unwahrscheinlich, dass alle Sachen zusammenpassen, dass da ein Zug steht, ich da einsteigen kann, der mich da hinbringt, wo ich möchte. Und wenn der dann auch noch einigermaßen pünktlich ist. Manchmal passiert. Ja, konkret in Hessen bedeutet das übrigens, der ÖPNV, also vor allem der Nicht-ÖSPV, also SPNV, wird vom NVV, den RMV und dem VRN gemacht, als die drei Verbünde in Hessen. Weil das einfach die Sache ist, wo sie sich entschieden haben, ey, wir sind 26 Stück, wir können uns niemals einigen, wir dampfen das auf 3 runter. Das sind immer noch 3 und nicht einer. Aber immerhin, das merkt man übrigens auch, also wenn man sich ein bisschen in seinem Regionalverkehr auskennt, dann kann man relativ fix so Verbundsgrenzen merken und selbst wenn die im gleichen Bundesland sind, sind das eigentlich in der Regel die Aufgabenträger, die das zusammen regeln sollen, aber mein Verbund ist immer besser als meiner. Das gilt übrigens auch in Konzernen und Firmen, meine Firma ist immer besser, auch wenn auf unserem Gehaltscheck die gleiche steht. Ups, sei da. Ja, und jetzt hier, ich habe es in Darmstadt gehalten zum ersten Mal, deswegen der Darmstadter Beispiel, der ÖSPV wird auch hier
von der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation gemacht, die eine Firma von der Stadt Darmstadt ist. Mit anderen Worten, es ist quasi so wie vorher die Hansestadt Hamburg, nur noch mal mit mehr rechtlichen Entitäten dazwischen. Oh. Das dazu, um hauptsächlich zu verdeutlichen, es ist ultra komplex, es sind ganz viele Sachen beteiligt und ganz klar die Trennung, der Fernverkehr funktioniert völlig anders als ein Regionalverkehr. Deswegen hier auch ein Einschub für den Betrieb vom Regionalverkehr. Also sagen wir, die Aufgabenträger haben sich geeinigt, was sie möchten. Das hilft ihnen nicht, weil die machen das ja nicht selber. Die brauchen ja irgendwer, der das für die macht. Und klar, damals war das einfach. Guten Tag, Deutsche Bahn, macht mal. Und dann hat die das gemacht und das hat die, habe ich mir sagen lassen, da ist vor meiner Zeit, so vor Privatisierung, wohl auch ganz gut gemacht. Heutzutage sind wir natürlich soweit, also eine Ausschreibung müssen wir da schon mal machen. Und dann macht man Verkehrsverträge. Und da gibt es so ein bisschen Inhalt zu. Also was in so Verkehrsverträgen drin steht. Und die sind sehr offen, was da drin steht. Das führt regelmäßig zu großen Problemen, je nachdem, wie gut der Aufgabenträger im Verträgeschreiben ist. Denn da steht erstmal natürlich, wer macht für wen etwas wie lange. Das sind die einfachen. Das kriegen die in der Regel hin. Außer irgendwer geht insolvent, dann ist wieder schwierig. Aber er war günstig. Hey, offensichtlich der beste Anbieter, denn er hat 5 Euro weniger gekostet. Der war nach 2 Jahren pleite, aber das kann, ja. So, dann, genau, für wie lange, also die Dauer. Dann die Qualität der Leistung. Ich habe da bewusst schon mal die europäische Norm dran geschrieben, wenn jemand hier jetzt sich dachte, boah, Euronorm, mein King, ich will da jetzt rein. Ich fasse sie aber auch zusammen. Und natürlich eine Bonus- und Malusregel, also man kann entweder so sagen, du kriegst 100%, wenn du alles erfüllst und ich ziehe dir immer 1 Euro ab, wenn irgendwas nicht richtig ist. Oder du sagst, du kriegst per Default erstmal 50% und na, die meisten Sachen ziehe ich dir nichts ab, aber du kriegst extra Geld, wenn Dinge wirklich gut waren. So, und die Qualität mit der Euronorm ist das Spannende, was da alles drin steckt. Da steckt nämlich sowas wie die Verfügbarkeit drin, also wie oft sollen Dinge fahren, wie viel soll es davon geben, wie lange soll das Ganze dauern, wie viel Kundenbetreuung möchte ich in meinem Zug. Also ein Land, ein Aufgabenträger könnte zum Beispiel sagen, ich habe hier ein Regio, das sind 6 Dostowagen, ich möchte, dass da immer 2-mal Zugbegleitung drin ist. Weil, keine Ahnung, es ist eine komplexe Strecke, da kommen viele Fragen, das ist einfach besser. Das kann ein Aufgabenträger einfach da reinschreiben. Dann muss das auch gemacht werden. Oder es gibt halt Abzug. So. Und da, das Gleiche mit so Komfortsachen, also ich kann nicht zwingend vorschreiben, ihr müsst dieses Fahrzeug benutzen, aber ich kann sagen, wie wir das so kennen, also ich muss nur genau genug beschreiben, dann weiß ich, welches Fahrzeug zum Einsatz kommt. So klassische Dinge, ich kann halt sagen, ich will eine klimatisierte Züge haben. So, oder wie sieht die Sicherheit aus? Wie oft soll hier unsere DB-Unsicherheit da durchlaufen? Wobei das natürlich die Ausführung ist von, ich möchte, dass da regelmäßig Sicherheitspersonal durchläuft. Ich möchte, dass die Dinge sauber sind. Tatsächlich sehr spannend, die Zugänglichkeit, also Barrierefreiheit, kann man da auch verbessern über dem, was Deutschland vorschreibt, weil das ist sehr wenig. Die EU möchte da ein bisschen mehr, aber Deutschland hat sich entschieden, nein. Wir sind gut darin, europäische Dinge erstmal zu ignorieren, weil die EU ist nicht gut darin, das durchzusetzen. Ja, und für diesen Teil natürlich super relevant, was man da auch reinschreibt, wie gut ist die Information? Wie gut muss ich als Betreiber dieser Linie informieren, was mit meinem Zug ist? Mit wem muss ich reden? Wo muss ich Dinge anzeigen? Muss ich in meinem Zug anzeigen, dass die Deutsche Bahn und der ICE Verspätung hat? Muss ich überhaupt anzeigen, dass es Anschlüsse gibt? All das kommt da rein. Wenn man also gut ist, kann man das richtig krass aufbauen, dass ein Betreiber alle Informationen teilen muss, das an die zentralen Stellen geben muss, dass es am Bahnhof ist, im Zug, auf bahn.de, egal wo. Macht nur keiner. Da gibt es tatsächlich sehr konkret die Beispiele. Ich weiß, es gab mal den Metronom in Niedersachsen, der ja vom Land Niedersachsen ist, dem Aufgabenträger. Auch mal wieder super, dass eine Ausschreibung gemacht wird, damit dann die eigene Firma gewinnt, aber ist bestimmt alles super gelaufen. So, und die hatten als Informationsgehalt drin stehen, dass die Information im Zug stimmen muss. Das hilft halt niemandem, der da einsteigen möchte. Weil genau das haben die getan. Die kriegen halt nur Geld dafür, diesen Zug von A nach B in sauber und so weiter zu fahren.
die kriegen kein Geld dafür, sich irgendwie darum zu kümmern, ihre Informationen weiterzugeben. Also machen die das natürlich nicht, weil Ausschreibungen, sie müssen natürlich wettbewerbsfähig sein. Sie müssten auf eigene Kosten investieren, damit sie Informationen weitergeben. Ja, und wir sind am Ende immer noch im Kapitalismus. Natürlich wäre das voll geil, wenn das alle machen. Macht keiner. Wenn also gerade bei nicht-deutsche Bahnzügen ihr merkt, die Informationen sind nicht gut, dann liegt das fast immer am Bundesland, in dem ihr gerade seid. Am Ende. Wie genau? Natürlich schwierig, weil das Bundesland sagt, macht das bitte für uns gut. Und dann sind da 300 rechtliche Entitäten zwischen, wo das irgendwo versickert. Aber es würde theoretisch gehen. Da auch als Anekdote noch so, eine der lukrativsten Regiolinien, die es je gab, war die, ich glaube, es war die S-Bahn in Berlin zum BER, als der noch zu war. Und du da auch gar nicht aussteigen durftest, weil dieser Tunnel ja das Belüftungskonzept hat, dass da regelmäßig Züge durchfahren. Naja, du durftest nicht in den Zug einsteigen, der da der losfährt zum BER. Niemand ist ausgestiegen, dazwischen eigentlich auch nicht. Der Zug war entsprechend immer sauber, er war pünktlich. Also alles erfüllt, ist quasi 100% Erfüllung deines Verkehrsvertrags. Das schafft sonst keiner. Super Sache. Aber gibt's halt nur, weil andere Stellen sehr verkackt haben. Denn auch hier wieder, wie so oft, die ganz, ganz viele Dinge, warum sie schieflaufen, liegt an den Fahrgästen. Weil so der durchschnittliche Fahrgast ist echt ein Arschloch. So, muss man einfach. Ohne die ist fast immer besser. Gerade für den Regionalverkehr, weil der kriegt kein Geld dafür, dass ihr das macht. Also dem ist völlig egal, dass ihr Tickets kauft, ehrlicherweise. Der einzige Grund, warum da Kontrolleure sind, die das kontrollieren, ist, weil der Aufgabenträger gesagt hat, ey, macht das bitte, weil wir hätten gerne Geld zurück von dem, was wir euch geben. Eigentlich ist denen das aber völlig egal. Die kriegen ihr Geld, ob ihr da drin seid oder nicht. So, das war sehr größerer Einschub. Nochmal zurück zum Kundenfahrplan, weil der natürlich Quelle für Dinge sind wie DB-Navigator und Co. Ich habe ja gesagt, wie das so ein bisschen entsteht und mit Fernverkehr relativ einfach. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben alle unsere Länder. Jedes Land hat so, hier ist mein Fahrplan. Ich habe meinen Teil, der irgendwie mit anderen zusammenkommt, abgestimmt. Ich habe das mit dem Netz abgestimmt. Das geht irgendwie. Wir haben ja trotzdem noch ganz viele davon. Und im Best Case weiß ich auch hier in Regensburg und damit Bayern, wie der Zug in Baden-Württemberg, Hessen oder sonst wo fährt. Weil in der Regel reist man nicht nur bis zur Bundeslandgrenze. Dafür gibt es das Europäische Fahrplanzentrum. Das klingt super fancy, ist aber einfach eine Abteilung von damals DB Vertrieb, jetzt DB Fernverkehr, die das einfach macht für Europa. Hat man irgendwann mal so entschieden. Die machen aber auch nichts an, die sammeln quasi alles und wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe ein berechtigtes Interesse, ich brauche Fahrpläne, dann geben die dir irgendwelche Textdateien. Und ja, es sind Textdateien. Im MMCD-Vortrag habe ich jetzt gezeigt, wie die aussehen. So viel Junk habe ich hier nicht. Ja. Genau. Entsprechend gibt es da abgestimmte Sachen zum Gesamtkundenfahrplan und noch so eine kleine Info, wie oft sich ein Fahrplan wohl ändert. Man würde meinen, also nicht im Sinne von Echtzeit oder spontane Sachen ändern sich, sondern wirklich jemand plant um. Das ist tatsächlich so, dass aktuell zweimal die Woche ein neuer Gesamtfahrplan kommt, der gar nicht so wenig Änderungen beinhaltet. Aktuell Mittwoch und Freitagabend. Das ist aber tatsächlich einfach nur, weil die Leute, die das aktuell machen bei der Deutschen Bahn, die Tage besser fanden. Also ich sehe in meiner Historie von diesen Exporten, dass irgendwann hat sich das geändert, weil sich die Leute geändert haben, die das machen. So. Jetzt lassen wir uns zusammen überraschen, was ich hier noch stehen habe. Ah, nee, das ist egal. Waren nur noch genauere Sachen davon. Ich habe schon nur noch 21,50 steht hier für die 50 Minuten und ich habe noch 36 Folien von 16. Der lustige Teil kommt noch. Aber wir brauchen den Netzfahrplan noch kurz. Der ist relativ schnell gemacht, weil ich habe schon eigentlich erklärt, was ihn hauptsächlich auszeichnet. Vielleicht noch kurz erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen GFD und BZD. GFD ist so der grobe Plan, den man relativ weit im Voraus oft macht, wo auch
Züge, jetzt gerade sowas wie Fernverkehr, die werden ja öfter mal in Randlagen gekürzt, fahren nur bis, keine Ahnung, normalerweise München-Hamburg, aber morgens um 5 startet der halt in München und fährt nur bis Frankfurt, weil ab da gibt es dann andere Züge, solche Sachen. Der hat in der Regel einen Netzfahrplan, der komplett trotzdem bis Hamburg gilt. Man fährt ihn einfach nicht. Aber es geht darum, dass man für alle Strecken schon irgendwie einen Fahrplan hat, der ungefähr stimmt. Weil man will natürlich nicht, auch bei Umleitungen zum Beispiel, nicht erst dann anfangen zu rechnen, wie lange dauert das eigentlich, da lang zu fahren. Wäre schon cool, wenn man das in der Schublade hat. So, deswegen muss der natürlich konfliktfrei sein. Wäre echt kacke, wenn das nicht wäre. Und wie ja schon gesagt, die Zeiten sind pro Betriebsstelle, nicht pro Verkehrshalt. Und der ist tatsächlich bundesweit gültig. Ich habe es jetzt explizit auf Deutschland begrenzt und bundesweit schließt zum Beispiel Basel ein, weil das betreiben wir bis Basel-Badischer Bahnhof. Bis Salzburg ist das auch. Auch wenn das auch schon nicht mehr Deutschland ist, aber die Bahngrenzen sind halt schwierig. Genau, und es ist, wie gesagt, die Grundlage für alles Weitere. Also wenn jemand Trassen bestellt, dann basiert das in der Regel darauf, dass irgendwann mal so jemand so ein GfD-Fahrplan existiert hat, der einem sagen kann, wie lange dauert das, auf dieser Trasse zu fahren mit diesen Zügen. Ist also, existiert quasi für jeden Zug. Mal mehr, mal weniger genau. Ist aber nicht so schlimm, weil es gibt den BZD-Fahrplan. Der ist jetzt für meine Betriebszentrale. Die sind unterschiedlich groß, was die regional abdecken. Hier Regensburg müsste München sein. Ich habe es aber ehrlicherweise auch nicht ganz im Kopf. Bei mir weiß ich es ein bisschen besser. Also ab Mannheim ist Karlsruhe zuständig, bis nach in die Schweiz rein zum Beispiel. Und der BZD-Fahrplan ist immer noch konfliktfrei zum Glück. Hat immer noch die gleichen Zeiten. Der einzige Unterschied ist, dass er dezentral gepflegt wird und quasi die Betriebsstellen besser wissen, wie ihr Netz funktioniert, als irgendjemand, der in Berlin sitzt, der weiß halt nicht, wie es in der Schweiz läuft oder an der Grenze. Macht also total Sinn, dass man das kann. Dass das technisch alles absolut schwierig ist und man muss sich genau an Prozesse halten. Wenn man Dinge falsch rum macht, dann verschwinden Dinge und Automatisierungen gehen nicht mehr, ist ein völlig anderes Problem. Merkt ihr aber auch manchmal in der Auskunft am Ende. Aber auch das ist leider zu lange für jetzt. Genau, und es gibt diese Umleitungsfahrpläne, das ist letztlich quasi das Gleiche. Also ihr müsst echt einfach vorstellen, ihr habt den Kundenfahrplan nur mit ganz viel mehr Halten dazwischen, wo der aber nicht hält, sondern durchfährt. Und ein Umleitungsfahrplan ist halt spontan, basierend auf der aktuellen Lage. Aktuell kann auch schon mal 14 Stunden voraus sein, aber prinzipiell jetzt nicht eine Woche vorher. Weil dann kann man ja den normalen Fahrplan einfach anpassen. Spiegelt es mehr oder weniger spontane Änderungen wieder. Also typische Sachen, irgendwo ist eine Streckenstörung oder eine Weichenstörung und ihr werdet umgeleitet, dann bekommt euer Zug gerade einen Umleitungs- und Betriebsfahrplan. Also sowas wie Riedbahn ist mal wieder kaputt, dann kriegt der gesagt, ja, Mannheim, drehst du um, fährst mal nach Darmstadt, dann kommst du auch nach Frankfurt. Dauert viel länger, aber ist schon mal da. So, und jetzt kommen wir zu den Dingen, wo es interessant wird und viele Sachen kaputt gehen und bei Leuten, die keine Ahnung haben oder wenig Ahnung oder ein bisschen, also wir können das noch eine Weile spielen, also man kann nicht genug Ahnung haben in dem Thema, um alles zu erklären. Dafür ist alles viel zu komplex. Der Echtzeitfahrplan, immer noch in Anführungszeichen, weil es immer noch kein Fahrplan, passt aber dazu, weil er basiert halt darauf. Und ein essentieller Teil sind natürlich Prognosen. Ich sagte ja schon, über GfD wissen wir so grob, wie lange dauert das über irgendwas zu fahren. Ja, und wenn es dann nicht so ist, haben wir ein Problem. Dann wissen wir aber auch oft, wie lange dauert es theoretisch, diesen Abschnitt zu fahren und wie lange wurde im Fahrplan hinterlegt, wie lange ich brauche. Also es kann ja sein, dass ich weiß, wenn ich damit Fullspeed drüber baller, bin ich in 2 Minuten auf meinem Abschnitt durch. Im Fahrplan habe ich aber stehen, ich brauche 2:60. Also 3 Minuten, ja. Das ist ein typisches Ding, was mir auffällt. Solche Verspätungsminuten, wenn die sie genau sind, sind sie mit Kommazahlen. Also es gibt 3,8 Minuten Verspätung. Das ist natürlich vollkommen korrekt, aber bei Zeiten, ich kriege das immer nicht hin. Ist total, ja, zeigt doch einfach die Millisekunden an oder so. Ja, schwierig. Jedenfalls weiß man dann, okay, der kann aufholen, das heißt, ich kann meine Prognose so anpassen, obwohl ich jetzt +12 habe, weiß ich, dass wir in Frankfurt mit +9 ankommen. Und dann sagt jeder erfahrene Bahnfahrer, stimmt nicht, wir stehen immer vor Frankfurt, das ist mindestens +5 drauf. Und dann haben die in der Regel recht. Aber für viele andere Dinge stimmt, also zum Beispiel hier hinten als Anekdote hatte ich den Positiverlebnis. Wir sind in Würzburg mit +13 gewesen und die Prognose war durchgehend vollkommen überzeugt. Mit +3 seid ihr in Nürnberg. Wir haben 11 Minuten zum Umstieg in den Regio, schafft ihr. Und bis wirklich 4 Betriebsstellen vor
Nürnberg hatten wir diese plus 11, 12, 13, mal mehr, mal weniger, aber immer viel zu viel, damit wir den Regio kriegen. Und dann sind wir über diese eine Betriebsstelle gefahren, wo sich irgendwas geändert hat, wo der Fahrplan 8 Minuten Puffer hat. Und plötzlich waren wir quasi pünktlich. Das wusste die Prognose aber von Anfang an. Und obwohl wir sogar mehrfach widerstanden, waren wir am Ende besser als die Prognose. Außer, dass wir dann vor Nürnberg warten mussten, weil irgendwer unser Gleis blockiert hat. Aber so rein von den Fahrzeiten war die Prognose on point. Denn wir sind gefahren. Das ist jetzt genau der Punkt. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht mit fettgedruckten Zahlen, also Zeiten, wo klar ist, der ist wirklich angekommen. Der steht also in Gießen, der Zug. Und der soll 2 Stunden später weiterfahren. Das bei so großen Abschnitten ist auch sehr oft einfach eine manuelle Prognose. Hat also irgendwer entschieden, ist so. Hat der hoffentlich mit ein bisschen Bauchgefühl, weil ja, es gibt jetzt nicht, ehrlicherweise nicht so viele Arten von Störungen, nur unterschiedliche Ausprägungen. Irgendwann hat man so ein Bauchgefühl, wie lange etwas dauert. Das hier war ehrlicherweise, glaube ich, ein PU auf der Anreise zur MMCD. PUs sind sehr schwierig, für alle, die nicht wissen, das heißt, PU ist Personalunfall, bedeutet quasi immer, also Personenunfall, nicht Personal zwingend, kann auch beides sein, bedeutet aber eigentlich immer, irgendjemand ist vor dem Zug, wie auch immer. Also wenn ihr mal PU hört, Taktgefühl haben, da ist wahrscheinlich jemand gestorben. So. Aber man will das so nicht sagen, weil das irritiert Leute. Nun gut. Aber das ist so die einfachste Art, so eine manuelle Prognose. Die gibt es so ein bisschen in Ausstufung. Man kann angeben dabei, möchte ich, dass diese Prognose überschrieben wird von neuen Prognosen oder von einer Echtzeit. Also der Standardfall ist, da ist jetzt eine manuelle Prognose. Jetzt hat sich glücklicherweise herausgestellt, war ein Fehler, da haben doch kein PU. Wir können weiterfahren. Um 14.30 Uhr gibt es eine neue Echtzeit. Wir haben 5 Minuten gestanden, alles gut. Alle Prognosen aktualisieren sich. Man kann aber auch, wenn man Fettfinger zum Beispiel eintragen, meine Prognose hat recht, dann fährt ein Zug trotzdem weiter. Die Informationen basieren aber alle darauf, dass der um 16.43 Uhr in Gießen los ist. Das sind dann Momente, wo je nachdem, wie das genau eingestellt wird, der Zug irgendwann eine Zeitreise macht, weil er in dem nächsten Halt ist, da viel zu früh ist laut dem Ding, das dann aber aktualisiert wird, weil ich habe eine neue Echtzeit. In Gießen steht trotzdem, dass er noch nicht los ist. Also der ist schon am nächsten Halt, aber noch nie losgefahren. Liegt einfach daran, weil im Bahnbetrieb gilt generell, Menschen haben immer recht. Weil ja, Maschinen können dir helfen und du musst halt auch ganz oft bestätigen, dass du das jetzt hier möchtest und du wirklich überschreiben möchtest, was die Sache macht. Aber am Ende hast du als Mensch hoffentlich drüber nachgedacht und eine bessere Sache entschieden als eine Maschine. Jetzt kommt immer darauf an, in welche Richtung. Wir können ja sagen, ja, wir haben ja KI, die macht das eh besser. Ich finde, das ist ehrlicherweise schon ganz gut, dass der Mensch am Ende recht hat. Ist halt doof, wenn der Mensch zum Beispiel viel zu tun hat, weil wir viel zu wenige davon haben und der andere es zu tun hat, als richtig zu tippen und das einfach schnell machen wollte. Aber in der Theorie hat der Mensch immer recht. Genau. So, jetzt ist, ich sagte ja schon mal, es gibt Echtzeiten, also wie kam der da drauf? Und dann werden Prognosen darauf basiert, indem ich weiß, der war zu spät an irgendeiner Betriebsstelle, ich weiß, wie lange der dann weiter braucht, also kann ich ja einfach durchrechnen, wie lange der dann braucht, um irgendwo zu sein. Das basiert auf Zuglaufmeldungen UIC 2102. Das heißt, der ist irgendwo drüber gefahren und da wurde ganz klar gemessen, ich weiß, du bist dieser Zug und du bist hier um diese Uhrzeit gewesen und ich weiß, du hättest hier 4 Minuten früher sein sollen. Dann weiß man, hier ist plus 4, easy. Solange man fährt, entsprechend easy. Die basieren natürlich auf einem Netzfahrplan, weil den brauche ich, um zu wissen, wann der Zug hier hätte sein sollen. Der Meldeweg kann aber tatsächlich sehr vielfältig gestört sein. Also das ist tatsächlich, man traut dem nicht 100%, weil es ungefähr 400.000 verschiedene Möglichkeiten gibt, warum das jetzt genau nicht geklappt hat. Ist meistens nicht so schlimm, weil man halt 2 Minuten später wieder irgendwo ist. Und dann korrigiert er sich halt. Dann hat man halt 2 Minuten später die Prognose. Das passt schon. Das ist nicht so schlimm. Doof ist natürlich, wenn das über längere Abschnitte passiert, wo man auch mal stehen geblieben ist. Und natürlich ganz generell, wenn man steht. Wenn man steht, kann man nirgends drüber fahren. Und das sind die Gründe, warum ihr irgendwann an Bahnhöfen steht, nichts passiert und der Bahnhof sagt pünktlich, pünktlich, pünktlich. Ja, pünktlich war vor 10 Minuten, Zug nicht mehr angezeigt, kein Zug da gewesen, niemand hat irgendeine Info. Plötzlich taucht der Zug wieder auf, plus 30. So, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine ist die gute, der ist wirklich weitergefahren. Und deswegen funktionierte der Automatismus. Oder der wahrscheinliche, irgendwer ist endlich dazu gekommen, diese lange Liste an Zügen, die man updaten muss, abzudaten und hat da reingeschrieben, ja, ich glaube, der hat plus 30, dann haben wir das vielleicht geregelt.
dann kann es gut sein, dass in 30 Minuten das Gleiche wieder passiert, aber der sich dann denkt, oh, ja, jetzt ist, glaube ich, noch 20 extra, machen wir plus 50. Das ist tatsächlich sehr viel Bauchgefühl. Es gibt tatsächlich auch eine technische Lösung, um das Ganze nicht alles nur manuell zu machen. Es gibt eigentlich Ausbleibemeldungen. Also statt, dass dir gesagt wird, der Zug war hier und hatte 4 Minuten Verspätung, sagt das System dir 30 Sekunden, dein Zug hätte hier sein sollen. Ich habe aber nichts bekommen. Wo ist der Zug? Das sagt man dann der Fahrdienstleitung und die Fahrdienstleitung soll eigentlich dann gucken, wo ist mein Zug. Die wissen natürlich relativ gut, in welchen Blöcken der ist, das weiß man. Dann kommt aber wieder hinzu, wir machen Reiseinformationen hier und das andere ist Netzbetrieb. Und der Netzbetrieb muss diskriminierungsfrei sein und ich darf nicht einfach erzählen jemandem, wo mein Zug ist. Weil das sind die Daten vom EVU, das da fährt. Das darf ich nur benutzen, um meinen Betrieb sicherzustellen. Natürlich macht man ganz viele Verträge, um sowas zu klären. Aber naja, dazu kommt natürlich, dass in der Regel die Handlung ist, der ruft die Person an, die den Zug fährt und fragt den, ey, was ist los? Wann glaubst du, kommst du weiter? Da merkt man schon, das ist sehr viel, das soll passieren von einer Fahrdienstleitung in einer Situation, wo die Chance, dass mehrere Züge genau das machen, hoch ist. Das heißt, es ist eher eine angespannte Lage und die Person hat schon viel zu viel zu tun, überhaupt irgendwie zu schaffen, dass Züge fahren. Dem ist scheißegal, dass der Zug da gerade rumsteht und keine Prognosen macht. Das würde der schon machen, aber der hat halt gerade Besseres zu tun, nämlich dass überhaupt was passiert. Deswegen funktioniert das alles nicht. Und es kommt ein bisschen auch an, wo man ist, wie schnell solche Sachen passieren, aber das meine ich, die aktuellen Dispenden sollen sowas dann machen, wird aber einfach nicht gemacht, aus letztlich Personalmangel. So, es ist eine sehr klare Sache, wo die Prognosen besser sein könnten, wenn wir mehr Leute hätten. Und es halt nicht die 2 Leute sind, die da 8 Stunden irgendwo in Frankfurt rumhocken und wenn die weg sind, haben wir keinen Bahnverkehr mehr in Deutschland. So ist aber aktuell die Situation in der realen Welt. Weil den Job will keiner machen. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser, ist ja weniger Stunden jetzt, aber naja. Also wenn ihr daraus Spaß habt, guckt, dass ihr den Job macht. Also wir brauchen das. Nun gut, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, wie man dafür sorgt, dass man pünktlicher wird durch so Fahrplanmagie sozusagen. Den sogenannten Flexstart. Ich habe ja schon gesagt, dass EVUs irgendwie fahren wollen und dass es Kundenfahrpläne gibt und dass die Netzinfrastruktur seine Pläne hat. Und ein Flexstart ist eigentlich eine Kulanz, dass ich später abfahren darf als EVU, als eigentlich vorgesehen. Die Prognose damit aber umgeht, weil die den Puffer berechnet hat und das einfach weglässt, dass ich zu spät los bin. Hat 2 Sachen. Es erzieht Reisende frühzeitig am Bahnstück zu sein, weil sie glauben, shit, mein Zug ist dann weg. Obwohl der Zug sich denkt, ich fahre erst in 2 Minuten, das weißt du nur nicht. Das ist wieder ein hervorragendes Beispiel, wo der Grund für Verspätungen oft Menschen sind. Menschen sind echt langsam im Einsteigen und jeder muss noch fertig rauchen. So, und wenn die glauben, der fährt jetzt gerade los, aber für die Pünktlichkeit das egal ist, ob der erst in 2 Minuten losfährt, macht das alles besser. Das System aber natürlich mal wieder viel komplexer. Aber das ist egal, ist eh schon so komplex. Genau, also tatsächlich das Ziel, frühzeitig frühzeitig zum Bahnsteig zu bewegen. So, jetzt habe ich ganz viel über Echtzeitdinge und wie oft Prognosen angepasst werden. Jetzt habe ich noch eine Zahl mitgebracht, nämlich wie viele Fahrtänderungen es pro Sekunde oder Minute an diesem Datum gab. Fahrtänderung bezeichnet sich, irgendwas an einer Fahrt hat sich geändert. Irgendeine Prognose für irgendeinen Halt. Irgendein Gleis hat sich geändert. Irgendwie sowas. Es geht nicht um Wagenreihungen, das ist eine andere Zahl. Es geht wirklich nur um so wirklich der Zug. So, und die Hausnummer, die wir da haben, also das System, was ich hier im Zugriff habe, hat ungefähr 5000 Fahrtänderungen pro Minute oder 85 pro Sekunde. Also es sind 85 Fahrten, die irgendwo unterwegs sind am frühen Nachmittag, ändern sich. Weiß ich nicht. Also wie viel Prozent das sind, können wir im Nachgang. Ich habe gehört, es gibt eine QA. So, jetzt kommen wir zu konkreten Beispielen, die vielleicht etwas lustiger sind, vielleicht erhellend, vielleicht auch ernüchternd, weil ich es doch nicht beantworten kann. Aber ich dachte, ich schreibe das mal auf. Ich habe so Fälle mal gesammelt, die mir über Mastodon zukamen oder persönlich Leute erklärt haben oder sonst irgendwie, wo ich drauf kam, okay, das ist weird, das würde ich erstmal nicht verstehen. Manchmal habe ich es auch nicht verstanden und musste nachgucken. Manchmal habe ich nachgeguckt, ist immer noch nicht verstanden. Und genau so einen Fall haben wir hier. Wir haben eine S-Bahn in Stuttgart, die Zeitreise betreibt. So.
Was ich noch weiß, die hat in Weil der Stadt und Malmsheim angesagt bekommen, dass die eine verspätete Bereitstellung hatte, entsprechend zu spät los ist. In Renningen war sie plötzlich pünktlich und sie war in Renningen, bevor sie ihrem Halt vorher losgefahren ist und ist da auch abgefahren, bevor sie davor losgefahren ist. Und das sind alles bestätigte Ist-Zeiten, das sind keine Prognosen, sondern da gibt es UIC-Meldungen zu, die sagen, das ist so. Hier habe ich tatsächlich absolut keine Ahnung, warum genau. Es gibt viele Möglichkeiten, dass irgendwo an Renningen ein Zug langgefahren ist, der falsch kodiert war. Der sah aus, als wäre er der gewesen. Vielleicht sollte er es auch der gewesen sein, aber verspätete Bereitstellung. Man hat dann doch einen anderen genommen, den alten aber noch nicht fertig zurückgebaut quasi. Dass zwei Züge, die gleich aussehen, da langfahren und dann landet man hier. Ich kann es aber wirklich nicht sagen und das ist auch sehr individuell, wie der Betrieb da genau funktioniert, weil wir haben natürlich Normen, wie sowas funktionieren soll. Und dann haben wir die Realität, wo Leute das machen, was für sie funktioniert. Und was in Bayern funktioniert, muss nicht in Hamburg funktionieren, kann aber vielleicht in Köln funktionieren. Gilt nicht nur für so Zugbetrieb und wie die hantieren, sondern auch für Bahnhöfe. Also jeder Bahnhof hat Management. Die sind nicht so abgehoben wie sonst Management, aber die kümmern sich halt irgendwie, dass es läuft. Aber wie genau die das tun, ist sehr bahnhofsabhängig. Und das ist auch so ein Fall. Einen anderen Fall, der auch Zeitreise beinhaltet, ist dieser hier. Den kennen vielleicht Leute hier, weil der Zug fährt sogar nach Regensburg. Das ist noch aus dem alten Fahrplan, weil im neuen Fahrplan haben sie der Grund, warum das hier entstanden ist, gefixt. Das passiert einfach nicht mehr. Wir haben hier mehrere Besonderheiten. Also relevant ist der Halt in Schwandorf. Also zum Ersten, da stehen zwei Gleisangaben. Das liegt daran, dass dieser Zug auf Gleis 1 ursprünglich 3 ankommt und auf 4 abfährt. Ja, das ist erstmal korrekt. Das kann passieren. Das kann auch völlig ohne irgendwelche Hin- und Herschieberei funktionieren, weil es kann sein, dass es Halte gibt, wo eine Bahnsteigkante zwei Gleise hat und der quasi da drüber fährt. Solche Fälle gibt es auch, ist hier aber nicht der Fall. Hier ist es der Fall, dass das Ding, wie da oben schon steht, von Schwandorf mit München vereint wird mit einem anderen Zug. Die treffen sich also da, was hier wohl real passiert. Ich war nie da, kann vielleicht nachher jemand genauer erklären, der das Ding genommen hat. Das Ding kommt aus dem Ausland an, lässt die Leute da ab und wird dann ein bisschen rumrangiert, gekoppelt und dann fährt man halt zusammen weiter. Vermutlich noch Lokwechsel, würde ich jetzt persönlich schätzen. Da wird schon genickt. Nicht zwingend, ob sie es wissen, aber ja, wer weiß, nicken sieht immer gut aus. Genau. Und fährt dann weiter. So, aber warum hat er jetzt eine Zeitreise gemacht? Da steht ja nicht, dass die irgendwie auseinander sind. Das ist eine Flügelung, also das sind zwei Züge, die zusammen sind und vereinigt wurden. Und da wurde einfach vergessen zu sagen, übrigens, der fährt doch nicht zusammen. Also was passiert ist, der Zug aus dem Ausland ist um 47 in Schwandorf angekommen. Und wenn man sich die Vereinigung anguckt, dann sieht man auch, ja, die ist halt einfach um 13, 18 weitergefahren, hat einfach nicht gewartet. Die hat sich halt gedacht, nee, 30 Minuten stehe ich jetzt hier nicht rum, ich fahre jetzt nach Regensburg. Dann bin ich immerhin pünktlich. Im Auskunftssystem sieht es aber so kaputt aus, weil niemand daran gedacht hat, den Knopf zu drücken für die beiden Züge doch nicht zusammen. Das geht. Dann hätte es ausgesehen, als wenn der linke Zug in Schwandorf endet und ab da ausfällt und der rechte ganz normal. Das wird das sein, was passiert ist. Hier sehen wir direkt schon Probleme. Wir haben Alex, nicht DB. Das hier, die Quellen für diese Ansicht, ist ein DB-System. Keine Ahnung, ob der DB das sagen sollen und ob in irgendwelchen Verkehrsverträgen steht, dass sie das tun sollen. Kann ich nicht nachprüfen, aber ehrlicherweise kann das auch einfach mal übersehen worden sein, dass man das macht. Sieht halt total komisch aus für Leute, die da drauf gucken, ist jetzt aber ehrlicherweise nicht so dramatisch. Vor allem mit diesem auf einem Gleis ankommen und auf dem anderen abfahren, da ist man sowieso total verwirrt, wenn man das nicht kennt. Ich glaube, das muss man einmal gesehen haben, um das sofort zu sehen und checken. Macht es also jetzt nicht schöner und nicht entschuldigt, aber so ein bisschen verständlich, warum das passiert. Und es ist jetzt nicht wilde Magie. Passiert einfach auch in vielen anderen Konstellationen, wenn irgendwelche Ersatzzüge gefahren werden, dass irgendwo nicht richtig markiert wurde, dass die doch nicht zusammenfahren, dass die ein bisschen anders wegfahren und die dann überschreiben. Hat ganz konkret damit zu tun, dass Vereinigungen generell so im Prognosesystem nicht existieren. Einer der beiden Züge ist immer führend. Die UIC-Meldungen kommen für einen der beiden Züge und werden einfach auf den anderen übertragen. So. Das heißt, die fahren nicht, es gibt im Netz nicht, die haben nur eine, das ist ein Zug,
Nur irgendwann entscheidet man sich, sie zu trennen und ab dann sind es erst zwei. Für uns als Kunde ist natürlich sehr relevant, dass es schon immer zwei sind, weil ich will ja nicht im Falschen sein. Jetzt hier in der Richtung egal, aber andersrum, ob ich in Hof lande oder im Ausland, schwierig. Ja, das ist so eine lokale Sache. Dann haben wir hier, jetzt sehen wir, dass ich diese Folie heute gemacht habe und vergessen habe, meine Speakers Note einzutragen. Warum ich das eigentlich gemacht habe? Ja, vielleicht skippen wir sie einfach. Ich habe eh nicht so viel Zeit. Ah, jetzt weiß ich's. Hier geht es um eine Wagenreihung. Das ist die Hinfahrt tatsächlich von hier hin. Da habe ich sogar gesagt, der Zug fährt planmäßig mit zwei Zugteilen ab, mit einem Zugteil von Köln bis Frankfurt Hauptbahnhof. Dann wird ein zweiter da dran gekoppelt. Die fahren zusammen bis Passau. Dann lassen sie einen wieder hier und der eine fährt zurück weiter nach Wien. Also sie verstärken quasi Frankfurt-Passau. In diesem Fall wurde relativ frühzeitig irgendwann in der Nacht gesagt, hey, außerplanmäßig ist schon ab Köln ein zweiter Zugteil da. Der ist aber leer und verschlossen. Wir haben halt kein Personal, um ihn zu betreiben und es sind eh noch nicht genug Leute. Kein Problem, ab Frankfurt machen wir den zweiten Teil auf, weil hier in diesem Zug sind 308 Sitzplätze in einem Teil. Ab Frankfurt waren 452 Leute drin. Offensichtlich wäre es gut, wenn sie den aufmachen. Sieht dann so aus in der Ansicht, hier in Köln gestartet. Hier sind auch meine Speakers Note für die Folie davor. Reihung gestartet, schraffiert in dem Fall für ist leer und verschlossen, also bitte nicht einsteigen. Ich habe es ein bisschen gekürzt. In Frankfurt dann plötzlich, ja, passt, einer nach Passau, einer nach Wien. Alle Leute, die nach Regensburg wollen damit, und das waren sehr viele laut den Daten, sind zufrieden und haben Platz. Dann hat aber irgendwer bei der Bahn entschieden, nee, doch nicht. So, und das ist erstmal, das ist, wenn das wirklich so passiert, dann hat dann der Teil bis hierhin ist perfekt gelaufen. Es wurden sogar teilweise, es funktioniert nicht immer, über den Navigator Nachrichten geschickt, so hey, deine Zugbindung ist aufgehoben, weil das Ding ist so ultra voll, du kannst eh nicht mitfahren. Wenn das Ding wirklich so gefahren ist, mit den 450 Leuten, die da ein Ticket für haben, geht nicht. Du kannst nicht 50% überbuchen, das Ding wäre stehen geblieben, bis Leute aussteigen. So, hat sich dann aber so über ein, zwei Stunden, das Ding ist dann von Köln runtergefahren, langsam am Rhein entlang, ist ja nicht Schnellfahrstrecke gefahren, hat man doch entschieden, okay, wir können doch aufmachen. Warum, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist Personal. Aus irgendeinem Grund doch welches da, welches gefunden, keine Ahnung. Jedenfalls können sie ihn aufmachen, das haben sie auch markiert, aber es wird nichts zurückgenommen. Also sowas, wenn zum Beispiel die Zugbindung einmal aufgehoben wird, dann wird sie dir nicht mehr erkannt. Wenn du einmal die Nachricht bekommen hast, die ist aufgehoben, ist das so. Führt natürlich auch dazu, dass ganz viele Leute, die das wussten, sich Alternativen gesucht haben. Ich übrigens auch, ich wollte eigentlich auch mit dem fahren. Hab dann aber gesagt, mein Ticket darf ich eigentlich keinen Sitzplatz haben. Und der einzige Grund, warum ich einen haben darf, ist, weil ich schwerbehindert bin. Ich würde trotzdem ungern Leuten einen Platz wegnehmen, wenn ich es vermeiden kann und einfach 30 Minuten länger fahre. Hab dann ein bisschen anders gefahren, ging alles. Und das werden noch viele andere machen. Und dann wurde mir schon gesagt von Leuten, die da drin saßen, der zweite Teil, der war ultra leer. Also der erste wird trotzdem rappelvoll sein, weil es halt bis kurz vor Frankfurt gedauert hat, bis sie gesagt haben, der ist doch offen. Aber hier ist das Problem, es ist ein schwieriges Problem, es ist nämlich die frühzeitige Info an alle Reisenden. Es hat sich etwas geändert, was zu deinem Nachteil ist. Versus, ich bin mir 100% sicher, dass das so passieren wird. Weil wenn ich es wieder zurücknehme, habe ich den Schaden schon angerichtet sozusagen. Weil hätte man nie gesagt, der ist doch zu, dann wäre der wahrscheinlich doch ganz gut ausgelastet gewesen, weil alle Leute waren ja, das ist ja mein Zug, ich muss den A nehmen ticketmäßig und B ist ja genug Platz. Da gibt es auch keine gute Lösung, also man hätte warten können bis kurz vor Frankfurt. Ist halt richtig beschissen, wenn der dann wirklich zu ist, wenn sie so bei der Einfahrt Frankfurt allen Leuten sagen, übrigens der zweite Teil, der bleibt zu. Wenn sie das eigentlich schon 2-3 Stunden früher wussten. Dafür wäre dann dieses Hin und Her nicht passiert. Und dazu kommt, dass die Rücknahme von solchen Dingen in den System schwierig ist, sagen wir so. Der Einwand war, dass bei manchen die Zugbindung erst während sie in dem Zug schon saßen aufgehoben wurde. Ja, das ist ein generelles Problem der Reisebegleitung im DB-Navigator. Die ist langsam. Gebt der Zeit. Irgendwann sagt die euch, dass euer Zug zu spät war. Dann seid ihr aber vielleicht schon längst am Ziel und am Schlafen, aber die sagt euch dann, ey, dein Zug war zu spät. Ist ja auch was.
Die Frage war, ob das versehen sein kann, also ob das irgendwie überschrieben wird. Also wie eben schon. Genau, also ich würde den Teil erstmal weglassen und wir machen das nachher mit den Fragen. Ich habe noch ein paar Folien und meine Zeit hier ist schon rot. Also es ist egal, ich habe mir sagen lassen, ich würde eh erstmal aufgezeichnet, aber trotzdem machen wir mal weiter. Mit einem auch sehr aktuellen Problem, nämlich dem der Zeitumstellung. Ich habe gehört, die hatten wir vor kurzem und natürlich sind Dinge explodiert und ich habe geguckt, warum und habe geflucht, weil ich nicht erwartet habe, dass es so kaputt geht. Also wir haben hier ganz akut den Bus, den ich genommen habe, oder den, welche ich nehmen wollte, wie sie im DB-Navigator angezeigt wurden. Also wer den Bus am Sonntag um 2.11 Uhr genommen hat, melde sich doch bitte. Ja, da hast du einen Beweis. Also je nach Library, also ich kenne hier andere Leute, die diese Probleme in ihren Code auch hatten. Mein Code ist nicht explodiert, andere Leute hatten einfach Exceptions, aber diese Zeit existiert nicht, das geht nicht. Das kommt darauf an, wie gut man das handelt. Erklärung hier ist, der DB-Navigator und die Daten, wie sie bei dem technisch ankommen im Datenmodell, der hat einen String für das Datum, einen String für die Uhrzeit und einen String für den Offset in Minuten. Ja, es sind immer Strings, ist auch egal, ist alles total beschissen, anderer Talk. Der ignoriert aber einfach das Offset, weil die kommen immer in Europe Berlin, eigentlich. Außer halt hier jetzt mal, weil 2.11 Uhr gibt es halt in der Zeit in Europe Berlin nicht, aber erst die 3.11 Uhr Zeit hat dann den Offset 120 und alles ist richtig. Die dazwischen geht einfach kaputt. Mein Code hat es auch kaputt gemacht, weil der Bus um 2.11 Uhr jetzt um 1.11 Uhr fuhr. Das ist nämlich genau, was ich sagte. Mein Code so, ja, 2.11 Uhr in Europe Berlin, das ist ja 3.11 Uhr, weil das gibt es ja nicht. Und gleichzeitig weiß er, dass in dem Offset stand, dass es 60 war. Also hat er das quasi mit den 60 zurückgerechnet, dann in Europe Berlin genommen, das war aber schon die neue Zeit. Dann dachte er sich, ja, dann fährt er um 1.11 Uhr. Nee, weil da fährt schon ein anderer. Das noch kaputtere, als ich dann diesen Bus genommen habe, um 4.11 Uhr erst. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Weil es war der letzte, deswegen wollte ich ihn nehmen, bevor dann irgendwie 40 Minuten später wieder Regelbetrieb war. Bin ich ausgestiegen am Bahnhof, guckte auf dieses Display. Der nächste Bus, der hier hält, ist der nächste Nachtexpress in 59 Minuten. Mit anderen Worten, die Realität wird ungeprüft, aber sehr wahrscheinlich gewesen sein. Es fahren 4 Nachtbusse heute, die fahren einfach jede Stunde einer. Dass dazwischen eine Zeitumstellung ist, ist dem Busfahrer egal. Jede Stunde fährt da ein Bus. Also ich hätte doch noch bis 5.11 Uhr bleiben können. Das hat uns aber niemand gesagt und ich habe viele gefragt. Ja, ich habe mir das übrigens, nur um noch ganz kurz Rabbit ein bisschen tiefer zu gehen, ich habe mir das dann in den Rohfahrplandaten versucht, diese Busse zu finden, um irgendwie klar zu machen, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass es am 27.03. den letzten Fahrplan gab. In diesem Fahrplan gibt es all diese Busse, die wir hier sehen, nicht. Die gibt es nur im Fahrplan vom 25.03. Im 27.03. Fahrplan haben die einfach alle neue Nummern bekommen. Das Zeitproblem ist trotzdem noch da. Hat mir nicht geholfen, aber nun ja. So, das war jetzt regional, okay. Da kann man ehrlicherweise für den Edge Case von wer fährt schon, wer ist schon so doof und fährt bei der Zeitumstellung. Und wir sind ja jede Stunde gefahren. Also gerade regional orientiert man sich oft weniger, wenn man öfter fährt, an expliziten Zeiten, sondern man kennt den Takt. Man weiß halt, ja, ich kann alle 30 Minuten oder hier jetzt alle Stunde fahren. Und wann genau das ist, ist dann auch egal. Also ich kann schon verstehen, wieso man das so handelt, weil ich kann mir vorstellen, das wirklich zu lösen, ist sehr viel Aufwand. Für die eine Stunde einmal im Jahr. Der Fernverkehr hingegen hat andere Probleme. Also wir haben hier einen Ausschnitt von einem ICE, der heute losgefahren ist. Also das hier ist jetzt die Nachtzeit für Sonntag auf Montag, also nach der Zeitumstellung. Man beachte hier vor allem für gleich, wenn das zweite Bild kommt, die Zeiten. Also ich habe mein Bild noch. Ist noch nicht mal die 60 Minuten, ich habe noch zwei. Nee. Ja, aber es ist ja noch nicht mal 10. Also ohne Zeitumstellung bist du schon fertig.
Also, die Leitung nicht schaltet. Ja, ich dachte mir schon sowas. Und insgesamt kommt eine Stunde dran schon hin, die wir jetzt da dran waren. So. Jedenfalls werdet ihr gleich nicht überrascht sein, weil das wird ein stinknormaler Fahrplan zwischen 2,5 Halten sein und alles ist normal. Also da ist jetzt ehrlicherweise nichts Besonderes dran. Das Besondere kommt, wenn man sieht, wie der Fahrplan durch die Zeitumstellung passiert. Also ich habe übrigens auch extra wieder Zeiten geskippt, um euch das Problem von wann ist ein Zug losgefahren und wann sind die Zeiten, wann er wirklich ist, zu ersparen. Also Verkehrstag, anderes Problem. Das hier ist nämlich, wenn er durch die Zeitumstellung fährt. Also wenn ihr schon mal Fahrgastrechte holen wollt, ich habe eine Vermutung, was hier nicht funktioniert. Außer Bayern ist sehr fortschrittlich und kann teleportieren. Ist so. Also mindestens 10 Minuten hätte es dauern müssen hier. Aber DB Fernverkehr hier hat sich einfach entschieden, wir ignorieren das Problem. Wir fahren einfach mit plus 60. Fällt eh keinem auf. Das Gute natürlich auch noch, das ist nachts. Nachts ist die Chance, dass der wirklich relativ pünktlich ankommt, ziemlich hoch. Fahrgastrechte gibt es erst ab plus 60. Die Chance, dass der auch nur eine Minute aufholt in der Zeit, ist ziemlich hoch. Und dann ist es dein Problem, dass du 59 Minuten zu spät angekommen bist, nicht das vom DB Fernverkehr, der muss nichts machen. Ist aber auch hier, finde ich, ehrlicherweise eine relativ valide Möglichkeit, das Problem anzugehen. Es ist ein absoluter Edge Case. Ja, es ist ein bisschen doof, weil du halt eine Stunde später in hier zum Beispiel Augsburg ankommst und deine Planung vielleicht ein bisschen kacke ist. Das hätte man bestimmt lösen können. Wäre aber halt auch einfach, man hätte es lösen müssen für den einen Tag im Jahr. Ist halt lustig anzusehen, aber ehrlicherweise, wenn du wirklich so planst, dass du pünktlich um 5 in Augsburg sein musst, dann nimmst du halt einen Zug, der um 3 da ist. Nun gut. So, jetzt habe ich ganz viel über so Fahrplan-Dinge und viel davon war weirde Dinge. Ich habe eben schon ein paar Mal den DB-Navigator erwähnt, der qualitativ super ist. Der halt auch sehr altbacken ist und der auch ein anderes Ziel hat. Ich habe aber ein paar Schnittstellen für bessere Informationen parat und erkläre euch auch, wann ihr sie benutzen dürft. Und es ist übrigens nicht immer nein, das ist neu. Früher war das einfacher, mein Talks. Da konnte ich einfach immer sagen, dürft ihr das benutzen? Nein. Ja, aber die gibt es. Also ich habe gehört, es gibt eine RIS-API. Und diese RIS-API, das RIS steht für Reiseinformationssystem, hat Schnittstellen für Reiseinformationssysteme. Das ist sehr einfach, ausnahmsweise mal. Und da habe ich ein paar Collections, wie sie heißen und was sie tun, mitgebracht und euch dann versuche ich euch zu zeigen, wo sie denn benutzt werden, wer sie darf und warum deswegen vielleicht Dinge kaputt sind. Also es gibt Journeys, das Fahrtwissen, Bahnexpert benutzt das, das ist sehr gut, seitdem habe ich Echtzeitdaten und die Qualität ist viel besser. Habe ich mal drüber geredet, top, gerne wieder. Boards, also Abfahrtstafeln, prinzipiell auch gut, benutze ich aber nicht, habe ich mal drüber geredet auf der GPN, warum. Die Probleme wurden noch nicht gefixt, aber ich glaube, es ist einfach nicht so wichtig in anderen Kontexten gerade. Es gibt Connections, Anschlüsse. Das sind tatsächlich exakt die Anschlüsse, die die Zugbegleitung auf ihren Handys hat, wenn sie auf den Knopf drückt und dann euch sagt, ah, ihr kriegt den nicht mehr. Und dann kriegt ihr ihn doch, weil schwierige Zeiten und vertraglich. Anderes Thema, muss ich mir auch mal aufschreiben, kann ich bestimmt auch mal drüber reden. Ist aber auch für, ehrlicherweise, für die ganze Zeit, in der ich schon Schnittstellen von der Bahn finde, diese RIS-API-Dinge sind qualitativ meistens gut. Und wenn sie es nicht sind, hat es tatsächlich oft konzernpolitische Gründe. Dann haben wir Stations, also irgendwie Stammdaten, Bahnhof, Haltestellen, auch wichtig. Und super relevant, Transports für eine Wagenreihung. Und das sind jetzt alles so HTTP-Dinge. Und ich habe ja eben gezeigt, wie viel sich ändert. Deswegen gibt es noch Events. Das ist so ein MQTT, das hier sagt, die Fahrt hat sich geändert. So. Oder halt die Wagenreihung von dem Zug. Super geil. Weil dann muss ich mir nicht andauernd merken oder muss ich die ganze Zeit fragen, ob du was Neues hast, sondern er sagt mir schon, was ist. Bahn.de und damit auch der Navigator ist quasi synonym, gleiches Backend, seitdem es neu gemacht wird, benutzt nur die, also nur die Wagenreihung. Deswegen sind die Abfahrtszeiten im DB-Navigator auch regelmäßig einfach noch nicht aktuell. Die sind nicht so schnell. Das muss durch Hafers, so ein System von Hacon, so einer Siemens-Firma. Genaueres dazu muss ich auch auf andere Talks verweisen. Ja, genau, oh Gott, Siemens, das ist die gute Zusammenfassung. Die sind halt manchmal nicht so schnell. Das heißt, es kann schon mal 2, 3, 4 Minuten dauern, bis da diese plus 20, die alle anderen schon wissen, auch im Navigator sind. Aber sie benutzen es halt einfach nicht. Gründe, fragt den Konzern. Dann
was dürfen andere EVUs benutzen? Also ich habe ja hier gesagt, ich betreibe irgendeine Regiostrecke hier. Ich möchte gerne wissen, was die Bahn hat. Darf ich wissen, guten Tag, Deutsche Bahn, ich würde gerne wissen, wie eure Züge fahren, damit ich das anzeigen kann. Was darf ich denn dafür kriegen? Nur diese vier Dinge. Die Wagenreihung, das Einzige, was Bahn.de hat, dürfen die erstmal nicht einfach so. Also gar nicht in den Ausnahmen gibt es immer, habe ich gesagt. Aber EVUs dürfen theoretisch in diesem Internet auf den Knopf drücken, sagen, ich bin EVU und dann kriegen die das. In der abgespeckten Version, die nur DB beinhaltet, weil ich darf ja nicht sagen, was andere fahren. Dafür musst du die anderen fragen. Und das sind die Dinge, die alle haben dürfen, also jeder hier. Das ist tatsächlich nur Bahnhof-Haltestellenwissen. Und das auch nur, weil wir uns irgendwann mal gesagt haben, er ist doch vollkommen Wumpe, wir betreiben den Scheiß eh. Vielleicht finden es ein paar Leute cool und wir haben eh die Freigabe, alles zu veröffentlichen. Also können wir das einfach dahin klatschen und man kann auf Knopfdruck abfragen. Ist leider rate-limited und man kann nicht so viel praktisch damit zu tun. Ich kann euch aber empfehlen, wenn ihr wirklich solche Daten braucht, da gibt es auf dem Portal der Deutschen Bahn so ein Restations-Ding, da steht eine E-Mail, schreibt denen mal, was ihr damit machen wollt, cooles. Wenn das cool ist, dann kriegt ihr den Zugang. Habe ich gehört. Also ich wüsste auch nicht, wer das vielleicht freigibt. So, und jetzt habe ich noch was mitgebracht, das ist so ein bisschen Foreshadowing, aber es ist inzwischen announced, dass es passiert, also kann ich drüber reden, was dahinter steckt. Es gibt den DB-Navigator, der ist sehr altbacken, habe ich ja gesagt, der wird vorher von DB-Vertrieb gemacht, das heißt, der Zweck früher war, ihr sollt ein Ticket kaufen und dann ist mir scheißegal, was ihr damit macht, ihr habt mir schließlich schon Geld gegeben. Jetzt ist das Ding bei DB-Fernverkehr, also ist es dem, ihr wollt Regio fahren, das ist mir egal, davon habe ich nichts, ihr habt gefälligst Fernverkehr zu fahren und dann sollt ihr ein Ticket kaufen, dann sage ich euch auch gerne, wie der Fernverkehr fährt, weil ihr sollt das ja bitte weitermachen, aber wenn ihr dann mit dem Regio weiterfahrt, ist mir das egal. So, überspitzt, weil es ist nun mal von DB-Fernverkehr. Ist natürlich voll doof für DB Regio, weil die Anforderungen für ein Regionalauskunftssystem oder ein Fernauskunftssystem sind tatsächlich einfach öfter mal anders. Die haben einfach andere Bedingungen, die sie brauchen. Deswegen hat sich DB Regio mal gedacht, ja, wir brauchen auch was. Deswegen gibt es schon lange das DB Regio Zugportal. Das ist ganz gut und das haben sie erweitert und es wird den Regio Guide geben. Die Website geht schon, ist glaube ich aber einfach das Zugportal und rebranded. Das benutzt alle RIS-APIs einfach. Das hat sich gedacht, scheiß auf Hakon, wir benutzen die RIS-APIs, weil das kommt direkt von der Bahn und ist eh schneller. Die App kommt auch, weil, wie gesagt, es gibt den DB-Streckenagent aktuell, der ist so sehr durchwachsen, kann ich nachher erzählen, warum. Der wird aber ähnlich wie der alte Navigator demnächst von eurem Handy verschwinden und stattdessen kriegt ihr den DB-Regio-Guide. Ich habe ihn natürlich nicht getestet, weil es gibt ihn noch nicht, ich habe ihn auch nicht. Von dem, was sie aber benutzen, müsste das theoretisch sehr gut sein. Es ist ähnlich wie Bahn-Expert und naja, oben steht offiziell, aber am Ende, ihr könnt einfach Bahn-Expert benutzen. Solange ich das benutze, wird das schon irgendwie gut sein. Außer ich fahre keinen Zug mehr, aber das, dann schickt mich zum Cert. Ja. Und dann würde ich sagen, reicht das als Vortrag? Das waren jetzt entspannt, ja, 6 Minuten sogar nur drüber. Ich bin erstaunlich gut gewesen, finde ich, in der Zeit. Das kann ich sonst noch schlechter. Würde also auf die letzte Fragenslide gehen, den Vortragsteil beenden und wenn ihr noch Fragen habt, machen wir das auch hier. Davon habe ich nämlich gelernt beim letzten Mal. Da hat man die üblichen so 5 Minuten noch nach dem Vortrag. Das reicht halt nicht, weil ihr habt ja gesehen, je nachdem, was ihr fragt, rede ich jetzt 30 Minuten. Schauen wir mal, wie das hier eskaliert. Aber das erstmal so. Ja.